Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Heart Gold Randomizer Part 24 und 24. Ja. 24. So. Ja, wir waren ja hier in der neuen Stadt und wir gucken uns mal um. Wett. Was denn jetzt schon wieder? Klogang, na Hammer. Ich war schon auf Klo, ich brauche keinen Klogang mehr. Ich und meine Witze. Du schon wieder, ja. Das kann ich mir von dir auch. Kann ich von dir auch behaupten. Also kämpfen oder nicht? Oder. Ein Leuchtturm? Im Leuchtturm? Was zur Hölle? Welcher Leuchtturm? Hä? Ist das die Arena? Ja, ist die Arena, okay. Im Leuchtturm trainieren. Wo ist denn der? Hafen. Wo ist denn der beschissene Leuchtturm? Der ist hier oben, ne? Ja. Nein, ich wollte da nicht rein. Ich wollte das Schild lesen. Aha. Na, hab ich aber geht. Strotzt vor Energie. Ja. Bisschen an der Steckdose gelutscht. Deswegen strotzt es vor Energie. Schon seit langem erhellen bei Nacht-Pokémon das Meer um Oliviana City. Der Leuchtturm wurde zum Ehren genau dieser Pokémon errichtet. Ja. Ja, Kollege. Dieser Leuchtturm wird unter anderem auch zum Trainingszwecken benutzt. Bei so vielen Trainern, wie es hier drinnen gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Man kann ja auch ins Pokémon Center nebenbei. Ich meine, das ist ein bisschen Weg, aber. Werde ich dann auch schneiden, dann, wenn ich ins Pokémon Center gehe, dann. Ja. La 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 la. La 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 la. Hey Luda, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Nein, doch. Oh, ich hab gedacht, das ist hier ein Spielplatz eher. Ich wollte gerade die Rutsche benutzen. Oder schaukeln. Ein Reptile. Ja, das ist nicht ganz so geil. Na, Feuer oder? Au. Bam. Na? Oh, nice. Oh, Level 20, das ist schon. Ich sollte mal ein bisschen noch trainieren. Na, Palkia muss ja so noch trainieren. Also, da ist ja. Britzel muss ich auch trainieren, auf jeden Fall. Nein! Ich will keine Nummern. Ich würde gerne eine Nummer schieben, aber das mit dem alten Sack bestimmt nicht. Seefahrer sind immer wild auf einen guten Kampf. Ja, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Matrose Jacqueline. Moment. Halt, stopp! Matrose Jacqueline? Alter, warum hat dieser Junge, es ist ein Junge, warum hat er einen Mädchennamen? WTF? Was war denn mit den Eltern los? Wo sie denen den Namen gegeben haben, Alter. Ich glaube, die Eltern, die wollten ein Mädchen haben, haben aber einen Jungen gekriegt. Und deswegen, und sie hatten nur den Namen Jacqueline. Und deswegen haben die ihren Sohn so genannt. Außer er hat sich umoperieren lassen. Dann, aber er sieht noch männlich aus. Ich verstehe das nicht. Es ist einfach. Ein Valreiser. Ja. Mein Bro kann da rein. Ich hab mich im Kurs muten.
So. Ich hoffe, der Part läuft ja auch ein bisschen besser. Ich hatte ja Probleme im letzten Part, weil ich habe vergessen, mich zu entmuten. Das ja, war nicht so geil. Ist ein Eis-Pokémon, von daher erstmal brutzeln. Ich dachte, das ist ein Eis-Pokémon. Mann. Schon Eiswasser oder so. Dann mal britzel. Ja, bringt nicht viel. Ja. Wahrscheinlich. Hör auf, mein Britzel zu waschen. Mann, das ist gewaschen. Ja. Oh, wie wenig das bringt, ey. Das könnte ja ein bisschen gelitten werden hier, ne? Das kann ein bisschen gelitten werden, Freunde. Aber wir haben es geschafft. Nice. Weil ich kann bald wieder ins Pokémon Center, aber wir haben ein Pokémon Center ja in der Nähe. Das ist ja nie so schön. Wie gesagt, ich werde sowieso schneiden müssen, dann, wenn ich ins Pokémon Center gehe, dann. Ja. Du hast schwer was drauf. Ich habe schon lange nicht. Alter, wenn ich Nummern will, dann gucke ich in die gelben Seiten, Junge. Geh. Ich habe keinen Bock auf deine Kacknummer. Kostet auch nur Geld. Einfach nur. Ich meine, gut, hier wahrscheinlich nicht, aber... Ist ja auch wieder unlogisch, wenn man Leute an... Na gut, kann man auch Leute anrufen? Ich weiß das gar nicht. Ich will es gar nicht rausfinden, einfach nur. Achso, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe mal kurz ins Pokémon Center. Wir sehen uns oben dann beim komischen Matrosen dann gleich wieder. Bis gleich, Freunde. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Und wir gehen mal die Leiter hoch. Ich war ja im Pokémon Center und habe da... Ich hätte mal speichern können, ne? Speicherschlampe in der Haus wieder. Bist du zum Gaffen hier? Wenn's das ist, dann mach dich lieber gleich vom Acker. Was für ein Acker? Wir sind im Leuchtturm. Im Leuchtturm gibt's keine Acker. Was ist denn los mit dir? Kauf dir mal eine Brille, Junge. Oder ein Navi. Das scheinbar, ja. Ja, ein Regi-Stil. Ja, warum nicht? Kampf der Legis hier gerade, oder was? Versucht das mal. Auch wenn es. Ja. Na gut, hat nicht so viel gebracht, aber ja, hat sich quasi selber geohnt. Ein Schluck weg. Nimm ich mit sicher? Weil Schluckweg ist Gift, glaube ich. Und von daher dürfte das effektiv sein. Ja. Ja. Und. Oh, 600 EP. Nice. Gengar. Nee, kann ich weitermachen. Hallo Gengar. Habe ich eigentlich auch schon Gengar? Nee, ich weiß das gar nicht. Und... Yeah. Zyfu hat's drauf. Der hat's drauf, der Junge. Einfach. Krakelo. Ich habe keine Doch. Ich habe... Oh, ich hab doch Noctchan, Alter. Bei Kakedo ist ein Normal-Pokémon. Den kann man wegbrettern einfach nur. Das ist kein Problem.
Hör auf zu rum zu jaulen! Bist du ein Hund oder was? Mann! Ying! Und! Nice! Ja. Razaf! Also, der Psycho, der hat's hier echt drauf, ne? Also, der kommt hier echt, ja. Der kann's hier reißen, auf jeden Fall. Weil der auch so viele Pokémon hat, ne? Also, ich wollte... Teleport wollte ich jetzt nicht einsetzen. Ich hab mal rechts gedrückt, aber hat er nicht genommen. Ja. Okay. So, Speicherschlampe in der Haus. Ich bin wirklich so eine Speicherschlampe manchmal. Gerade bei einer Randomizer, da, ja. Ist auch berechtigt eigentlich, ne? Also, ist schon. So. Ich kann ja nur nach oben, ne? Mal schauen. Da ist ein Kollege. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Machen wir das doch. Kann der Herausforderung von Gentleman Andum. Antoniet? Alter, dieser Name, ne? Da brichst du ja die Zunge bei beim Aussprechen. Ist wie bei manchen Zuschauern, wenn ich jetzt stream oder so, dann hat man das auch manchmal. Weil wenn jetzt einer abonniert oder so, dann, der hat so einen komischen Namen, dann, ja. Dann bricht man sich die Zunge beim Aussprechen. Gastrodon. Ich versuche mal Britzel zu nehmen, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Antoinette. Alter, what the fuck, Mann. Ich wollte nicht. Hör auf, mein Britzel zu was? Mann. Ja, das kann. War da Feuer ganz gut? Ich weiß das gar nicht, weil ich glaube, Gastrodon hatten wir schon mal. Nur in wilder Form. Ich versuche das mal mit Bro. Ich versuche das mal mit ihm. Bitte nicht verwirren. Bitte nicht. Ah, okay. Kann ich mitleben. Flammrad. Weil irgendwas war da effektiv. Ich weiß es nicht. Ne, das war nicht effektiv. Aber es brennt. Das ist ganz gut. Was ist das denn jetzt? Autsch. Ja, er brennt. Das ist nicht gut. Nee. Ja. Hast du rückgeschreckt? War das der Trümmer? Nee. Dann war das wohl ein anderes Pokémon, was ich da eingesetzt habe. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Ist ja auch schon wieder der 24. Part, ne? Das ist, ja. Das ist schon der Shit, einfach nur. So, 319 EP. Junge, legt jemand an den Namen zu, einfach nur, weil das ist unaussprechbar. Oh, 3000er gekriegt, Alter, what the fuck. Der hat's ja ordentlich, der Junge. Moment mal, ich muss mal was gucken. Wie sehen die aus? Freunde, es geht schnell. Ich gehe mal ins Pokémon Center. Hier sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Freunde, da sind wir wieder. Ich bin aus Versehen reingelaufen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ja. Na gut. Danach wieder auf ihr speichern. Ne? Hashtag Speicherschlampe. Das ist ja wieder was für Dings, ne? Für Psycho. Psycho! Jetzt haben wir wieder 29 bald, ne? Oh ja. Ja. Ich bin zurückgeschreckt, Baba. Ich kann nicht angreifen. Nee, doch nicht? Okay. Beim Mogelhieb ist ja... Aber gut. Habe ich nur gegen mich trotzdem angreifen können. Ich hätte einen Rabaus gehabt, what the fuck. Okay. Okay. Da. Dann speichern wir mal wieder Mama. Und dann bitte System nicht ausschalten. Und bitte nicht einschlafen. Einige sagt bitte nicht einschlafen, jetzt bin ich eingeschlafen. Verdammt. TM87, Angeberei. Ja. Ich brauche nicht angeben normalerweise. Ah, hier kommt mal mit Fahrschule hoch, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Können wir auf jeden Fall vorstellen. Einmal in den Fahrstuhl bitte. Ist halt Lichtkuppel. Mhm. Vielleicht werde ich ja da verkuppelt, weil ist ja eine Lichtkuppel. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, wie meine Witze ist. Ein Ampharos. Oh Mensch. Kommt man hier runter? Nee. Ein Supertrank. Kommt man hier rein irgendwie? Nee. Wie zur Hölle soll man denn da? WTF? Wie soll man denn da? Verstehe ich da was nicht? Hier ist doch nichts weiter. WTF? Lil? Hier ist doch nix. Keine Tür, nichts. Das muss ich mir nur mal angucken hier. Hier kommt man ja auch nicht durch oder so. Was? Wie jetzt? Hä, hier kommt man... wie soll man denn da... Null! Ich voll Idiot. Ja, ich Vollidiot, das ist einfach. Ja, ich hab das vergessen. Nein, nein, nein. Oh, das ist noch ein Item. Es sieht aber geil aus, ne? Von der Grafik her. Ja, ein Sonderbonbon. Nice. Erstmal ein Bonbon gefunden. Ist das hier richtig jetzt? Ja. Nice. Ich wollte schon sagen, WTF, aber. Jasmin muss Krankvorsorge um das Pokémon sein. Man sieht sie nicht einmal mehr lächeln. Naja gut, bei meinen Witzen, da kann man auch nicht lächeln. Da, da möchte man nur einen Giga-Faceball machen. So zum Beispiel. Ne? So. Ein Giga-Faceball. Ist auch Boden eigentlich auch, ne? Das schaffe ich mir sogar, das will ich sogar mit Sharp Hulk ja schaffen. Also, ja. Tschüss. Hui! So. Yay! Level 27. Nice. Ein Celebi! Ja. Kann mein Bro wieder ran. Mein Celebi, das kennen wir ja schon. Daran kann ich mich erinnern, dass das gegen Feuer
ja, nichts einzuwenden hat. Einmal brutzeln, bitte. Hör auf, mich mit Blättern zu beschmeißen! Mann! Bam! Ja, es ging. Dass ich mal Bodyguard haben müssen, ey. Das bringt doch nicht viel. Und? Tschüss, Celebi. Ja, Grunzen, Lachen hast du wirklich nicht. Was ist das hier? Ein Äther. Nice. Habe ich schon mal Speichern erwähnt? Oh, schon wieder. Ich schlafe immer dabei ein. Das ist einfach... Ja. Wir sind jetzt ziemlich nah am Himmel. Vogel-Pokémon sind da in ihrem Element. Nun, du hast keine Vogel-Pokémon. Ist ja ein Randomizer. Ein Dick da. Das ist ein Boden, ne? Ein Boden ist... Habe ich eine Eisattacke oder so? Nee. Eis ist gegen Boden gut und Wasser jetzt nicht unbedingt. Kampf weiß ich nicht. Ich nehme mal Noctchan, vielleicht habt ihr ja... Ich weiß nicht, ob Kampf da irgendwie eine Chance hat. Hör auf, mich voll zu heulen! Bin ich ein Mond oder was? Mann! Vergeltung. Ja, es geht. Was war denn nochmal effektiv? Eis war effektiv. Pflanze auch, ne, oder? Knackrack. Das ist ein Käfer, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Ich glaube, Eis und Pflanze war bei Boden effektiv. Das. Pflanze weiß ich aber nicht. Eis weiß ich, aber Pflanze. Flammenraten-Mama. Aua. Okay, das ist nicht effektiv. Wie wär's mit Biss? Einmal beißen, bitte. Ja, es ist... jetzt Rümmer da, ist das eigentlich so... Aua! Das war nicht... Das ist nicht gut. Au! Hör auf, mein Vulcano weh zu tun! Mann! Dafür wirst du gebissen. Ja. Und... Autsch. Wailord. Ja. Britzel. Ein Wailord, Mama. Funkensprung. Bam. Ja, der kann aber ganz schön was ab, der Junge. Eine hohe Verteidigung. Aber wenigstens paralysiert. Das ist schon ganz schön nice. Ich werde nie mehr von Sandsturm getroffen. Das ist ganz schön nice. Ja. Habe ich einen Vorteil. Und. Nice. Na, Level 26?
Ja. Nice. Tristian. So. Ich würde die Folge auch mal ein bisschen kürzer halten wieder, weil, ja, die letzten Folgen, die waren ein bisschen länger. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie lange ich die Folgen machen soll, wie lange ich die Folgen immer gemacht habe. In dem Sinne würde ich auch erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich mega freuen. Sonst würde ich sagen, ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach abonnieren. Und ja, wenn ihr keinen Stream mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren, weil ich streame immer spontan. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Rontex. Ciao.